Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu dieser Diskussionsrunde über Videos und Filme und Digital Humanities. Mein Name ist Gernot Hovanitz, ich bin Postdoc am Lehrstuhl für slawische Literaturen und Kulturen an der Uni Passau und Projektmitarbeiter am Passau Center for E-Humanities. Ich werde Sie durch diese Diskussion führen und ich werde auch die einzelnen Referentinnen und Referenten vorstellen. Und ganz wichtig, das soll ich gleich am Anfang Ihnen mitteilen, also wir würden uns auch über eine lebhafte Diskussion freuen. Also deshalb fühlen Sie sich ruhig angesprochen von irgendwelchen Thesen oder provokativen Formulierungen. Jetzt habe ich die Freude, Ihnen Nils Oliver Walkowski vorstellen zu dürfen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, wo er in verschiedenen Kontexten auch arbeitet und sich vor allem mit Annotationen und Forschungsinfrastruktur beschäftigt. Er ist aber auch sehr aktiv als Leiter der Arbeits- oder Convener der Arbeitsgruppe Video und Film, die sich jetzt konstituiert hat oder vor einem Jahr schon konstituiert hat, aber jetzt offensichtlich wirklich an Traktion gewinnt. Und er wird zunächst diese Arbeitsgruppe kurz vorstellen und möchte dann auch noch ein paar Worte zum Format dieser Diskussionsrunde sagen. Ja, vielen Dank. Wie gesagt, das Panel ist hervorgegangen aus der im letzten Jahr neu gegründeten DHD AG Film und Video. Das ist nicht die erste Veranstaltung, die wir gemacht haben. Es gab bereits bei unserem ersten Face-to-Face-Treffen ein Workshop, wo wir so ein bisschen unsere vereinzelten, isolierten Aktivitäten einander gegenübergestellt haben, ein bisschen diskutiert haben. Und da kam schnell die Idee auf natürlich, dass das nochmal einen ganz anderen Rahmen bietet, das zu tun. Sie haben hier auf der Folie auch die Namen derjenigen, die also hier gleich präsentieren werden, ihre Arbeit. Kurz zur DHD AG, wie gesagt, gegründet im April letzten Jahres als Reaktion darauf, dass wir uns alle so ein bisschen verloren und isoliert vorgekommen sind und wir dachten, das sei doch ein ganz perfekter Rahmen, also auch die etwas marginalisierten Film- und Medienwissenschaften innerhalb der Digital Humanities vielleicht zu mehr Repräsentation zu verhelfen. Das Ganze hat natürlich so ein bisschen auch Vorgänger, also wir haben uns als Gruppe zum Beispiel auch in der Daria EU Working Group Digital Annotation getroffen, wo wir einen Fokus auf Videoannotation am Ende hatten und ja, daraus ging das so ein bisschen hervor. Ziel der AG Film und Video ist, wie ich eben gerade gesagt habe, selbstverständlich überhaupt erstmal sozusagen ein Netzwerk, eine Community, auch um die filmwissenschaftliche computergestützte Filmanalyse, filmwissenschaftliche Tätigkeiten rum zu organisieren. Gleichzeitig Outreach und Vermittlung natürlich haben wir im letzten Jahr auch schon gemacht, also in die Universitäten gehen und im Rahmen zum Beispiel von Gastvorträgen in Seminaren eben einfach zu präsentieren, was in diesem Kontext so passiert und auch dem Nachwuchs eben vertraut zu machen, dass es da eine Potpourri an vielfältigen Methoden gibt, die man sich aneignen kann. Evolution und Profilierung von Methoden und Tools, da werden wir eventuell auch bei der Diskussion auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen und natürlich im Kontext vom Film als Medium ganz entscheidend, Multimodalität. Film ist eben ein Medium, bei dem, wie wir ja sehen werden, gleich auf den Präsentationen ganz unterschiedliche Facetten und Analysen, die es vielleicht gerade auch im DH-Kontext eben als Fokus schon gibt, also zusammenzubringen. Die Frage, wie bringen wir also eben diese unterschiedlichen Perspektiven auf verschiedene Facettenmodalitäten des Films zusammen. Den Workshop habe ich eben gerade schon erwähnt in Regensburg im Juli. Wir haben eine Website für jemanden, der interessiert ist, informiert zu bleiben über die Aktivitäten. Wir haben eine Zotero-Bibliografie. Seit Januar haben wir einen Sitz im Steuerungsgremium der ADHO SIG Audiovisual Media in the Digital Humanities, also auch hier entwickeln wir gerade ganz, glaube ich, spannende Perspektiven, Vernetzungsperspektiven mit Gruppen aus ganz anderen Regionen. Wir haben gerade bewilligt bekommen, ein Netzwerktreffen im Zusammenhang mit Claria, wo es darum geht, also ein
Application Profile des W3C Standards für Web Annotations zu definieren, mit dem es möglich sein soll, zwischen unterschiedlichen Video-Annotations-Tools eben Daten transformieren zu können, Crossworks definieren zu können, damit man in unterschiedlichen Tools, also Annotationsdaten, aus einem anderen Tool verwenden kann. Darauf möchte ich sehr gerne hinweisen. Im 3. und 4. Mai gibt es einen Workshop zum Thema Filmstil und Filmgenre mit Leuten aus dem Bereich Computer Vision, aus dem Bereich Stilometrie, Filmwissenschaftler. Also es wird eine ganz spannende Kombination, um zu sehen, wie man vielleicht mit dem Gegenstand Film hier auch in Richtung gehen kann, wo wir zum Beispiel eben in der Computerphilologie oder so schon länger sind. Das Panel haben wir natürlich organisiert. Irgendwann stellt man fest, dass natürlich man doch gar nicht so vereinzelt ist, wie man immer gedacht hat und das eigentlich eher so ein Fetisch ist, den man vor sich herträgt, ist ja auch irgendwie ganz schick, so, wenn man sich als Exot versteht. Und das betrifft im Übrigen aber auch, also dass man nicht allein ist, dass man feststellt, dass das so ist, trifft nicht nur Aktivitäten in den Digital Humanities, sondern zunächst erstmal stellt man fest, dass natürlich selbstverständlich in den Filmwissenschaften es auch eine Eigenrezeption darüber gibt, wie man digitale Technologien verwenden kann, schon recht früh. Es gibt einen interessanten Artikel aus dem letzten Jahr von Patrick Vanderau, der versucht, das so ein bisschen zu systematisieren. Und in dem ganzen Kontext also kommt der Begriff Digital Humanities oder irgendwelche Bezüge auf diese Community explizit nicht vor. Und dann merkt man, dass auch was thematische Bereiche gibt, also unwahrscheinlich viel, denn doch gerade im US-amerikanischen Kontext sehr viel mehr passiert ist, als man das so wahrgenommen hat. Zum Beispiel Scriptstress von Eric Hoyt untersucht halt das Auftauchen von Akteuren, in Film zusammentreffen, verschiedener Rollen, versucht das in diesem Visualisierungsansatz zum Beispiel darzustellen. Wir haben sowas wie das Action Toolkit von Dathmos, wo auch schon so erste stilometrische Analysen ausgetestet worden sind. Wir haben natürlich Deb Verhoeven, vielleicht ein Begriff, die sehr, sehr medienwirksam und öffentlichkeitswirksam, also auf der Basis von Netzwerkanalysen und wirklich Big Data Ansätzen, also die grünen Punkte auf der Karte, die zeigen sozusagen ihre Datenbasis, die hat aus über 10, 15 Jahre Daten von, ich kenne die Zahlen nicht mehr, aber Sie können sich es ungefähr vorstellen, Daten von wann welche Filme wo gezeigt worden sind und so weiter und macht auf der Basis dessen eben Big Data Netzwerksanalysen. Und ich habe so ein bisschen, auch wenn die Formatierung hier verloren gegangen ist, also versucht, mal einfach aufzulisten, in welchen linke Spalte sozusagen filmwissenschaftlichen Kontexten, rechte Spalte, wenn man so will, die Age-Methoden oder Informatik-Methoden, ich was gefunden habe. Und das ist am Ende also gar nicht so wenig, wie man eingangs dachte. Und das wollen wir hier in diesem Panel eben anhand von fünf Beispielen etwas vertiefen. Die Idee ist, 60 Minuten Impulsreferate, also plus meine Eröffnung ist damit eingerechnet, also noch 50 Minuten ausbleibend. Und dann halt am Ende 30 Minuten bleiben für eine Diskussion, die eben, wie Gernot schon gesagt hat, also schön wäre, wenn das unter Einbeziehung von Ihnen selbstverständlich Anregungen für die Arbeitsgruppe, aber auch für konkrete Themen etc. das realisieren könnten. Vielen Dank. Gut, dann habe ich die Freude, Ihnen Manuel Burkhardt vorstellen zu dürfen, unseren ersten Referenten. Er ist seit heute Juniorprofessor für Computational Humanities an der Uni Leipzig, war vorher Arbeitsgruppenleiter Digital Humanities am Lehrstuhl für Medieninformatik an der Uni Regensburg. Jetzt könnte ich noch ein paar Fun Facts aus dem Lebenslauf bringen, aber wenn ich welche wüsste. Musst du nicht, ich bin fertig. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Ich freue mich, dass ich heute mit den Impulsreferaten den Auftakt machen darf. Und ich möchte in den nächsten Minuten gerne zwei Fallstudien aus dem Bereich computergestützter Analyse von Filmsprache Ihnen vorstellen. Und vielleicht nochmal kurz, um diese zwei Fallstudien zu kontextualisieren. Also das, was Sie hier sehen, ist nicht das, was ich machen werde. Das ist das, was bislang so, also wenn in der Filmanalyse
wenn man in der Literatur geguckt hat, was da gemacht wurde, dann waren das in der Vergangenheit immer die Quantifizierung von Einstellungslängen und Einstellungshäufigkeiten. Das gibt es tatsächlich schon ganz, ganz lange, auch lange vorm Computerzeitalter. Also das lässt sich bis 100 Jahre zurückverfolgen, dass Filme auf diese Art und Weise schon quantifiziert wurden. Und die Idee ist jetzt eben, was kann man jenseits dieser Einstellungslängen vielleicht als weitere quantifizierbare Parameter bei Filmen finden? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir jetzt von den restlichen Vortragenden auch hören werden, wie man quasi jenseits von Einstellungslängen und Einstellungsfrequenzen Filme weiterhin quantifizieren kann. Und als ein Parameter bietet sich da unter anderem auch die Farbverteilung an. Dazu werde ich heute nichts erzählen, weil das die Kollegen Walkowski und Pause machen werden. Aber da gibt es definitiv interessante Ansätze, worauf ich stärker fokussieren will. Also, und das sind eben Sachen, die man direkt aus dem Film rausziehen kann. Also aus dem Film kann ich extrahieren, aus welchen Einstellungen, Szenen besteht der oder welche Farben kommen eben vor. Und ich möchte heute stärker auf Filmsprache und Filmmetadaten, also quasi Sachen, die man über externe Quellen über den Film als Metadatum kriegen kann, erzählen. Also Filmsprache heißt jetzt auch nicht, dass man da mit einem Spracherkenner vor dem Film sitzt und versucht, die gesprochene Sprache zu identifizieren. Das muss man gar nicht. Es gibt jetzt so fast, oder es gibt eigentlich zu jedem Film und zu jeder Serie in jeder erdenklichen Sprache Untertitel, die man sich aus dem Internet runterladen kann und mit denen man dann arbeiten kann. Und in dem Kontext bewegen sich jetzt auch diese zwei Fallstudien, die ich vorstellen möchte. Die erste Fallstudie ist ein Ansatz für eine quantitative Serienanalyse, bei der Methoden der quantitativen Dramenanalyse auf die Analyse moderner TV-Serien übertragen werden. Wie man hier sieht, weisen Serien durch ihre Szenen- und Sprecherstruktur per se erstmal eine sehr große Ähnlichkeit zum Aufbau von Dramen auf. Also ich habe auch hier Szenen und ich habe einzelne Sprecher, Figuren, Dramatis Personae, die hier was sagen. Und für die quantitative Analyse von Dramen wiederum gibt es schon relativ lange Ansätze, die sich bis in die frühen 70er Jahre zurückverfolgen lassen. Zum Beispiel ein bekannter Ansatz von Solomon Marcus, die sogenannten Konfigurationen oder die Konfigurationsmatrix, bei der ja im Prinzip das Auftreten einzelner Figuren, also hier DH, O, M, S, Y, L als Abkürzungen für Figuren, in einzelnen Szenen oder Akten markiert wird. Also immer wenn eine 1 da steht, dann tritt die Figur auf. Wenn eine 0 da steht, tritt die nicht auf oder sagt nichts. Und aus diesen Werten kann man dann zum Beispiel Figurenbeziehungen ableiten. Also zum Beispiel, wenn Figuren niemals eine gemeinsame 1 in einer Spalte haben, sind sie alternative Figuren. Wenn sie immer nur gemeinsam auftreten, wie bei Hamlet, Rosenkranz und Gildenstern, also immer nur im Doppelpack auftreten, sind sie konkomitant. Wenn eine Figur viel mehr Einsen hat als die andere, dominiert sie diese Figur und so weiter und so fort. Und dieser Ansatz lässt sich eben auch ohne weiteres auf TV-Serien zum Beispiel übertragen. Und zwar relativ automatisierbar. Also es gibt für fast alle bekannteren Quality-TV-Serien die Transkripte online zum Herunterladen und man kann sich relativ leicht einen Parser schreiben, der einem die Sprecher und die Szenenwechsel da automatisch extrahiert und solche Konfigurationsmatrizen erstellt. Und aus diesen Matrizen wiederum kann man sich dann Figurennetzwerke darstellen lassen. Also wir sehen hier zum Beispiel ein Figurennetzwerk aus einer Folge von Big Bang Theory, wo man sehr gut sieht, also ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, dass hier zum Beispiel im Mittelpunkt dieser Folge, wie in so vielen Folgen, eine bestimmte Figur steht, nämlich Sheldon Cooper. Und der dominiert in dieser Folge tatsächlich die Folge extrem. Also es geht darum, dass, glaube ich, ein Vogel in die Wohnung geflogen ist und er versucht eigentlich die ganze Folge über den Vogel wieder aus der Wohnung rauszukriegen. Und man sieht hier sehr schön, also er ist der Nukleus dieses Figurennetzwerks und als Nebenfiguren, die von Sheldon aber dominiert werden, also die bei weitem nicht so oft auftreten wie er, treten zum Beispiel Howard und Raj noch auf, die jeweils nur konkomitant auftreten, also immer nur gemeinsam auftreten. Das gleiche gilt auch für Amy und Bernadette
Und man sieht auch sehr schön, dass die anderen beiden Figuren, also die zum Maincast gehören, Leonard und Penny, hier durch eine blaue Verbindung quasi szenisch unabhängig von der Hauptfigur Sheldon Cooper sind. Das heißt, die sind tatsächlich in der ganzen Folge, treffen die den gar nicht. Die sind nicht in der Wohnung, aus der der Vogel vertrieben werden soll, sondern die sind irgendwo im Kino und treffen offensichtlich zwei andere Leute. Also solche Sachen kann man relativ schön visuell darstellen und analysieren. Man kann sich natürlich auch etwas genauer die einzelnen Redeanteile der Figuren anschauen und sich zum Beispiel die Repliken oder die Sprecheranteilelänge über die einzelnen Staffeln anschauen und sieht hier zum Beispiel, dass die anfänglichen Hauptfiguren Sheldon und Leonard, also ist jetzt keine großartige Erkenntnis, aber verdeutlicht nur, was man damit machen kann, immer weniger Redeanteile haben und je mehr weitere Nebenfiguren oder Nebenprotagonisten in die Serie mit aufgenommen werden, ja, desto mehr okkupieren die natürlich auch Sprecheranteile für sich. Die zweite kurze Fallstudie ist im Prinzip ein multimodales Informationssystem oder Information Retrieval System, bei dem ein alternativer Zugang zu Filmen geschaffen werden soll. Und das Ziel war hier eben das Aufbrechen der sequentiellen Struktur von Filmen, also dass man sich einen Film eben nicht immer von vorne bis hinten anschauen muss oder an die Stelle springen muss, die einen gerade interessiert, sondern dass man sich einen Film anhand bestimmter Parameter, anhand bestimmter Schlüsselwörter zum Beispiel, alternativ darstellen kann. Also das Filtern und Suchen nach bestimmten Figuren und Schlüsselwörtern war ein Ziel und das interaktive Anzeigen der entsprechenden Trefferszenen war bei diesem explorativen Tool das andere große Ziel. Und im Ergebnis ist das hier rausgekommen, hier für den Beispielfilm Pretty Woman, sieht man auch sofort, wenn man den Film kennt. Also im Prinzip ist das hier eine sehr stark zusammengestauchte Movie-Barcode-ähnliche Visualisierung des gesamten Films. Also jeder wichtige Frame oder jede Szene ist zusammengestaucht und hier quasi in der Gesamtheit zu sehen. Und man kann sich über diesen Schieberegler quasi explorativ den Film in beliebigen Detailgraden heranzoomen. Also ich kann mir zum Beispiel nur die ersten Szenen anschauen, sehe dann auch schon ein bisschen mehr von den Frames. Also das ist die Szene mit dem Hotelportier. Ich sehe drunter diese Vierecke, das sind die einzelnen Sprechanteile. Also unterschiedliche Farben zeigen an, dass unterschiedliche Figuren in dieser Szene sprechen. Und wenn ich da draufklicke, kann ich mir natürlich auch anzeigen lassen, was da konkret gesprochen wird. Und ich kann mir dann eben alternative Sub-Filmschnipsel zusammenbauen, indem ich zum Beispiel nach bestimmten Schlüsselwörtern und Figuren suche. Also hier habe ich zum Beispiel nach der Freundin von, wie heißt die Julia Roberts in dem Film? Ja, egal, also von der Hauptdarstellerin gesucht, die heißt Kit auf jeden Fall. Und dann kriegt man eben alle Szenen, in denen eben besagte Figur Kit auftritt. Also man kann sich quasi alternative Zugänge zum Film anzeigen lassen. Oder man sucht nach bestimmten Schlüsselwörtern und kann sich dann zum Beispiel alle Frames anzeigen lassen, in denen dieses Schlüsselwort vorkommt. Also zum Beispiel, ich suche nach Love und sehe dann, dass die Figur Edward zum Beispiel sein Auto liebt und kann mir den entsprechenden Frame anzeigen lassen. Gut, das sind eigentlich die zwei Fallstudien. Ja, ich kann mir alternativ auch wieder für das Schlüsselwort Love einfach alle Szenen zusammenstellen lassen. Also habe hier quasi einfach verschiedene Möglichkeiten, anhand von Schlüsselwörtern und Figuren mir den Film alternativ darstellen zu lassen und den zu explorieren. Und damit bin ich eigentlich auch schon durch mit meinen beiden Fallstudien und möchte so ein kleines Abschlussfazit ziehen, indem ich glaube, mit diesen zwei Fallstudien gezeigt zu haben, was man nur mit dem Parameter Filmsprache machen kann, nämlich einerseits ja so wirklich quantitative berechnende Ansätze bei Filmen machen, also zum Beispiel durch die Replikenverteilung oder durch die Berechnung solcher Figurennetzwerke, andererseits aber eben auch explorative, neuartige Zugänge zu Filmen zu schaffen. Vielen Dank. Gut, die nächste in unserer illustren Runde ist Adelheid Heftberger. Die macht jetzt was Performatives, sie zeigt uns einen Video-Essay. Das sollte Überraschung werden. Also Sie vergessen am besten, was ich gesagt habe.
Frau Heftberger arbeitet am Brandenburgischen Zentrum für Medienwissenschaften, wo sie sowohl eine administrative als auch eine wissenschaftliche Position innehat. Sie hat in Innsbruck und Wien promoviert, so Slawistik mit seinem filmwissenschaftlichen Schwerpunkt. Sie war auch in diesem legendären Digital Formalism Projekt in Wien beteiligt, das auch ihre Monographie 2016 erschienen, Kollision der Kader, also kurz gefasst Ziga Vertov, der russische oder sowjetische Regisseur, und Digital Humanities, also so der Sukkus. Ich glaube, ich kann übernehmen. Danke. Danke, Gernot. Ja, darf ich zuerst mal fragen, ob denn Filmwissenschaftler und Filmwissenschaftlerinnen hier sind? Können Sie mal die Hand heben? Also ungefähr 5. Johannes, du kannst gern aufzeigen. Ja. 5, das ist relativ wenig. Es wird also für alle vielleicht ein bisschen ein steiler Einstieg, weil was ich Ihnen zeigen möchte, sehr filmhistorisch sogar ist, gar nicht so sehr filmwissenschaftlich, sondern ich zeige Ihnen hier ganz altes Material. Also ich möchte Ihnen heute keine PowerPoint zeigen, sondern Bildmaterial, und zwar zuerst einen kurzen Clip und dann einen längeren Ausschnitt aus einem Video-Essay, den ich vor einigen Jahren mitgestaltet habe. Das Projekt Digital Formalism ist ja schon gefallen. Das war von 2007 bis 2010 in Wien. Einer meiner damaligen Projektpartner sitzt auch hier, steht dort, Matthias. Er wird auch später noch quasi mich ergänzend hier auch noch unterstützen. Im Projekt haben wir 3 Arten von sogenannten Near Duplicates definiert. Darunter haben wir, das ist ein Begriff aus den Computer Sciences eigentlich, wir haben ihn ein bisschen aufgedröselt für unsere Zwecke. Wir haben sozusagen 3 Arten von Near Duplicates unterschieden. Das eine war identisches Bildmaterial. Das zweite war Material aus dem gleichen Take, das unterschnitten wurde und wieder eingefügt. Und drittens stilistisch oder kompositorisch ähnliches Material. Ich möchte Ihnen heute 2 Beispiele zeigen, warum das für Filmwissenschaftlerinnen relevant sein könnte. Ich möchte also eher Desiderate formulieren, keine Methodik hier vorstellen. Und ich zeige Ihnen jetzt am besten schon mal diesen Clip hier. Der ist sehr kurz. Das ist eine Szene aus dem Film Das Glasauge, Steklani Glas, ein Film von Lilia Brik und Vitali Shymtshushny aus dem Jahr 1929. Dieser Film kompiliert zeitgenössische Filme. In der Vorbereitung eines Artikels und Vortrags ging ich einer visuellen Spur nach. Also ich sah diese Szene hier. Und mit relativ wenig Aufwand konnte ich herausfinden, dass Brik diese Szene aus dem berühmten Arnold-Funk-Film Das Weiße Stadion von 1928 entnommen hatte. Ich zeige es vielleicht nochmal, während ich nochmal weiterspreche. Warum ist das wichtig? Nicht nur habe ich herausgefunden, aus welchem Film dieses Stück entnommen wurde, sondern es bringt auch Hinweise auf die Praktiken der Kinoauswertung, die Kinorezeption und die Archivierung von Filmen. Und es wirft Licht auf die Wechselwirkungen zwischen deutschem und sowjetischem Kino. Das kann man dann vielleicht später in der Diskussion noch ausführen. Als nächstes möchte ich Ihnen diesen Video-Essay zeigen, von dem ich schon gesprochen habe. Und zwar ist das eine ausführliche Fallstudie zum sowjetischen Film, zum sowjetischen Filmemacher Ziga Vertov. Und diese haben wir hier dokumentiert. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, ob der Ton an ist. Wie bei vielen Filmen Vertovs ist auch bei das 11. Jahr die Überlieferungslage unklar. Können Sie es denn hören? Die Originale des Films betrug ursprünglich 1600 Meter, nach anderen Angaben 1428 Meter. Die Länge der im Gosfilmofond und im Österreichischen Filmmuseum überlieferten Kopie beträgt 1229 Meter. Stimmen diese Angaben, müssen wir davon ausgehen, dass aus dem ursprünglichen Film 9 bis 17 Minuten verloren gegangen sind.
Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass aus dem 11. Jahr seit seiner Herstellung immer wieder Einstellungen entnommen wurden. Zum einen von Werthoff und Elisabetta Svilova selbst, die einzelne Motive oder Identitäts, in der Mann mit der Kamera, Enthusiasmus und drei Lieder über Lenin wiederverwendeten. Verbürgt ist auch, dass der Filmemacher Abraham Rohm Teile des Originalnegativs für seinen 1929 bis 30 hergestellten Kompilationsfilm Piatiletka verwendete. Der Film gilt leider als verschollen und es existieren keine Beschreibungen dieser Szenen. 1928 stellte Albrecht Viktor Blum gemeinsam mit dem Schriftsteller Leo Lanya einen Kompilationsfilm im Auftrag des Kommunistischen Volksfilmverbands her. Im Schatten der Maschine wurde ausschließlich aus bereits vorhandenem Material geschnitten, unter Verwendung von Werthoffs Das 11. Jahr und Alexander Dovschenkos Svenigora. Zitat Blum: Die Maschine vom Menschen erfunden zu dem Zweck, dass sie dem Menschen dient, wird mehr und mehr zum Beherrscher des Erfinders. Ja, im Endresultat wird der Mensch nur noch ein Handlanger, ein Sklave der Maschine selbst. Da finden wir das Ausschnitten von zum Teil noch nicht vorgeführten ukrainischen Filmen zusammengesetzt sein. Auch einige amerikanische Filme sind mitverwandt worden. Um ein möglichst eindringliches Material zu bekommen, wurden etwa 50 bis 60 Filme durchgesehen. 1929 führte dies zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Werthoff und Blum, die in mehreren publizierten Stellungnahmen in deutschen Zeitungen ausgetragen wurde. Die Dokumentation dieser Affäre findet sich ebenfalls im Zusatzmaterial dieser DVD. Im Schatten der Maschine ist im Bundesarchiv Filmarchiv in Berlin erhalten. Im Rahmen des Projekts Digital Formalism konnten erstmals beide Filme miteinander verglichen werden. Die Filmkopien wurden am analogen Schneidetisch durchgesehen und anschließend digitalisiert. Danach wurden die digitalen Files Einstellung für Einstellung annotiert und von den Wissenschaftlern der Technischen Universität Wien ausgewertet. Die Suche nach identen oder ähnlichen Einstellungen in beiden Filmen ergibt zahlreiche Treffer. Um diese zu veranschaulichen, werden die einzelnen Szenen im digitalen Schnittprogramm mittels Splitscreen einander gegenübergestellt. Inklusive aller Titel besteht Das 11. Jahr aus 654 Einstellungen. 30 dieser Einstellungen finden sich im Blums Film wieder. Sie alle stammen, wie man in diesem von Lev Manovich hergestellten Diagramm sehen kann, aus dem letzten Akt des Films. Im direkten Vergleich wird deutlich, auf welche Weise und nach welchen Kriterien Blum Werthoffs Material wiederverwendet hat. Ihn interessieren vor allem Industriearchitekturen und Maschinen, besonders dann, wenn ihre sowjetische Herkunft nicht eindeutig erkennbar ist. Ich glaube, hier haben Sie das Prinzip verstanden, da kommt noch ein bisschen mehr. Im direkten Vergleich lässt sich außerdem erkennen, an welchen Stellen Takes jeweils geschnitten wurden. Ein bisschen noch vorspringen. Wenn nur einzelne Einstellungen Werthoffs verwendet, stelle sie in eine neue chronologische Abfolge. Das Diagramm macht darüber hinaus deutlich, dass er aus dem Finale von Das 11. Jahr ganze Montageblöcke nahezu ungeschnitten übernimmt. Die Analyseergebnisse decken sich mit Blums Aussagen. Zitat Blum: Ich übernahm aus dem Film Svenigora ca. 53 Meter, die ich montagemäßig in dem Film Im Schatten der Maschine verarbeitete, während ich ca. 86 Meter aus dem Film Das 11. Jahr nur mit ganz geringfügigen Änderungen als fertige Montagekomplexe übernahm, da diese Filmteile den auszudrückenden Gedanken schon beinhalten. Hier geschieht nun etwas Eigenartiges. Das 11. Jahr endet, doch Blums Film läuft weiter. Das Finale von Im Schatten der Maschine besteht aus 39 zusätzlichen, rasant montierten Einstellungen. So gut wie alle diese Bilder verweisen auf den Film, wie wir ihn kennen. Manchmal sind sie mit Einstellungen aus Das 11. Jahr ident. In manchen Fällen sind es Variationen auf uns bereits bekannte Einstellungen. Könnte es sich bei dieser spektakulären Montage um ein verlorenes Finale von Das 11. Jahr handeln? Ein Indiz.
So, den ganzen Video-Essay, der 13 Minuten lang ist, gibt es auch online. Wenn Sie sich für die Thematik jetzt erwärmt haben, können Sie sich den auch in voller Länge ansehen. So, das war's. Gut, dann dürfte ich Claudia Müller-Birn auf die Bühne bitten? Oder? Ja, gut. Sie ist Professorin für Human-Centered Computing an der FU Berlin, leitet dort einen Exzellenzcluster mit dem Titel Image Knowledge Gestaltung. Und wenn ich Ihre Forschungsinteressen mit eigenen Worten zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Sie interessieren sich für Zusammenarbeit im technologischen Kontext, also Wikidata, Plattformen und so weiter. Und aus dieser Ecke werden Sie auch heute etwas vorstellen. Genau. Ja, herzlichen Dank. Auch, dass ich so schnell Karriere gemacht habe. Ich leite selbstverständlich den Cluster nicht, sondern ich bin dort Mitglied oder Principal Investigator. Aber ja, Leitung, ja, das machen andere sehr gut. Sollte jetzt auch gleich gehen. Ist alles durchgetestet. Einen Moment. Okay, ganz kurz zu meiner Person. Also ich spreche heute zu Ihnen. Ah ja, okay. Ach so, ja, einen Moment. Grundsätzlich, wenn ich über meine Forschungsarbeit spreche, dann spreche ich vor allen Dingen über ein Thema, nämlich dass die Arbeit unserer Forschungsgruppe Human-Centered Computing ist vor allen Dingen dadurch geprägt, dass wir gesagt haben, dass eine rein technische, vielleicht können Sie das lösen, während ich hier so ein bisschen spreche, dass die rein technische Betrachtung von Softwaresystemen heutzutage nicht mehr ausreicht. Also in unserer Forschungsarbeit geht es insbesondere um die Verschränkung von kognitiven und algorithmischen Prozesse bei der Wissensgenerierung. Heute geht es aber nicht darum, sondern heute geht es eher, ja, können wir auch mit reinmachen, sondern heute stehe ich hier vor Ihnen eher als Software-Ingenieur, nämlich in Vertretung von Personen, die Software entwickeln. Und das machen wir natürlich auch als Informatiker. Deswegen gibt es auch immer diesen Ruf oder diese Darstellung, dass wir manchmal auch so als Hilfsdisziplin angesehen werden. Und das stimmt insofern, da wir manchmal auch Software entwickeln, die einen sinnvollen Einsatz in der Forschung finden kann. Also unsere Prototypen haben auch einen Mehrwert ab und zu mal. Und einer dieser Mehrwerte werde ich heute hier vorstellen. Daneben will ich gleich ein bisschen Werbung machen. Ich bin stellvertretende Sprecherin bei der GI-Fachgruppe Informatik und Digital Humanities. Also auch die Informatik ist zunehmend interessiert daran, mit den Geisteswissenschaften zusammenzuarbeiten. Okay, wie komme ich jetzt hier in diese illustre Runde, so ein bisschen als Fremdkörper, muss ich sagen. Entstanden ist diese Kooperation durch ein Programm, nämlich durch das Fellow-Programm Freies Wissen, welches von Wikimedia Deutschland initiiert wurde, gemeinsam mit dem Stifterverband dieses Jahr zum zweiten Mal läuft, gemeinsam mit der Volkswagen-Stiftung. Und im Rahmen dieses Programms bin ich als Mentorin tätig und ich habe dort Adelheid kennengelernt. Und wir kamen ins Gespräch, nämlich wie denn ja, eine Filmwissenschaftlerin arbeitet und vor welchen Herausforderungen sie in ihrer Arbeit steht. Denn, das muss man ja sagen, wir hatten nicht so viele Teilnehmer hier erwartet, in der Anzahl jetzt der Fachdisziplinen, die jetzt hier da sind aus dem Bereich Filmwissenschaft. Es ist eher eine kleinere Disziplin. Oh Gott, das wirklich, oh, hier wird ganz kritisch jetzt angesehen. Jedenfalls die Sichtbarkeit ist leider häufig sozusagen auf die Disziplin beschränkt. Das ist insbesondere sehr schade, wenn man nämlich sieht, was dort passiert und welche Forschungsarbeit eigentlich dort geleistet wird. Nämlich ein Teil der Forschung wird, und da ist Heidi auch Herausgeberin in Open Access Journals veröffentlicht, hier das Journal für Film, Medien und digitale Kulturen in Ost-, Mittel- und Südosteuropa.
Und dieses Journal funktioniert sehr gut innerhalb der Fachdisziplin, hat aber eine relativ geringe Reichbarkeit über diese Fachdisziplin hinaus. Personen, die mich kennen, können sich vorstellen, was ich dann natürlich gleich wieder als Idee hatte, wie können wir das sichtbarer machen? Und sichtbarer machen können wir das, indem wir das mit anderen Daten verknüpfen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in diesem Journal publizieren, die haben häufig die Daten oder die Informationen, die dort veröffentlicht werden, auch in manueller Arbeit, in kleinen Bibliotheken, in kleinen Archiven Osteuropas gesammelt. Das heißt, diese Archive, die sind halt nicht digitalisiert und werden wahrscheinlich auch nie digitalisiert werden, weil der finanzielle Aufwand dafür viel zu hoch ist. Das heißt, die Frage war, wie bekommen wir eigentlich diese wirklich sehr wertvollen Daten nach außen besser sichtbar platziert? Genau, also erstes Ziel, was wir hatten, war die Verschränkung domänenspezifischer Forschungsergebnisse halt mit anderen externen Daten. Und als zweites Ziel, und da wurde unsere Runde nochmal erweitert, nämlich um Nils, der dann auch dazu kam, und dann hatten wir Diskussionen darüber, ja, welche Funktion bedarf es denn eigentlich in diesem Bereich, im Bereich auch der Geisteswissenschaften oder insbesondere der Film- und Medienwissenschaften, wenn es ums digitale Publizieren von Daten geht. Also welche Funktionen sind hier wirklich notwendig? Gut. Unsere Arbeit war vor allen Dingen, und jetzt kam natürlich dann wieder so die Informatikperspektive mit rein, da ging es vor allen Dingen, wie bekommen wir einen wirklich gut, sinnvoll einsetzbaren, nutzbaren und nachhaltigen Datenveröffentlichungsprozess gestaltet, ja, der wirklich auch diese Anforderungen, die einzelnen Nutzer hatten, und wir hatten jetzt schon insbesondere natürlich mit Heidi immer viele Diskussionen, der diesen Anforderungen gerecht wird. Die grundlegende Idee, die ist eigentlich recht einfach. Wir haben hier auf der einen Seite das Apparatus Journal mit den verschiedenen Journal-Beiträgen, die Open Access sind. Und wir holen sozusagen die Daten, die dort enthalten sind, in einem Prozess, ja, lösen die heraus und veröffentlichen die, nämlich in dem Fall in Wikidata. Das ist eine strukturierte Wissensbasis von Wikimedia betrieben, die sozusagen das Pendant zu Wikipedia bloß für strukturiertes Wissen darstellt. Was können wir weiterhin machen? Wir können nicht nur dieses Wissen nach Wikidata bringen, in welcher Form zeige ich gleich nochmal, sondern die grundlegende Idee und wo wir gesagt haben, das könnte auch nochmal einen Mehrwert für das Open Access Journal geben, ist, wie können wir solche Enhanced Publications herstellen, indem wir Daten, die in Wikidata dann vorhanden sind, auch natürlich direkt einbinden in das Journal, dass die Personen, die die Inhalte in diesem Journal explorieren, dann auch weiterführende Informationen erhalten. Soweit das Konzept. Die Realisierung war dann doch ein bisschen herausfordernder. Wir arbeiten hier mit einem Software-Tool, das bei mir einer Arbeitsgruppe entwickelt wird. Das heißt New Onion. Das ist ein semantisches Annotationstool für manuelle Annotationen. Die Besonderheit ist, dass es auch kollaborativ genutzt werden kann. Und semantische Annotationen können Sie sich vorstellen, falls Sie es nicht kennen, das ist wie so eine Art Aussage, die Sie diese Annotation geben, also eine Bedeutung, und es ist eigentlich wie so eine Art Tag, die Sie nutzen, um dann auch zu sagen, den Text, den Sie annotieren, beschreiben. Und den beschreiben Sie über sogenannte Aussagen, also Subjekt, Prädikat, Objekte. Und diese Aussagen, sozusagen die Bedeutung dieser Aussagen, werden im Hintergrund in einem sogenannten Wissensmodell, in einem mehr oder weniger strukturierten Vokabular gespeichert. Diese Inhalte werden dann nach Wikidata gebracht, und Wikidata selbst nutzen wir. Wikidata hat halt diese strukturierten Daten, hat aber im Hintergrund auch eine Terminologie, und die nutzen wir dann wiederum, um auch dem für die Annotation weitere Konzepte zur Verfügung zu stellen. Das ging jetzt alles ziemlich fix, das weiß ich, aufgrund der Zeit. Ich habe noch mal ein kleines Video, was es so ein bisschen zeigt, wie der Ablauf ist. Mir ist bewusst, dass Sie das wahrscheinlich nicht lesen können, aber Sie bekommen an der Stelle die Idee. Sie sehen hier, wie Konzepte annotiert, also sehen, wie Text ausgewählt wird und das Konzept Film ausgewählt wird. Die Konzepte, in dem Moment, wo Sie sozusagen die Annotation auswählen, ist es direkt verbunden hinten mit Wikidata, und es werden Vorschläge gemacht, welche Bedeutungen bereits in Wikidata vorhanden sind. Und dann wird es entsprechend verbunden mit diesem Item. Ich spule jetzt mal vor, bevor ich hier, ich weiß gar nicht, ob ich das kann übrigens, ohne dass alles kaputt geht. Hier sehen Sie im Hintergrund das Vokabular, welches hier durch Empfehlungen erweitert wurde aus Wikidata. Und das Interessante, was wir jetzt auch noch machen,
Hier sehen Sie Empfehlungen, die gegeben werden, basierend auf dem Wikidata-Vokabular. Also wir schauen immer, was sind noch für Konzepte sinnvoll, die an der Stelle annotiert werden können. Also wir lernen sozusagen im Hintergrund aus Ihren bereits vorhandenen Annotationen, um Ihnen weitere mögliche Annotationen vorzuschlagen. Und der letzte Punkt, den ich eigentlich noch zeigen wollte, ist, dass wir auch noch, dass wir auch noch nicht nur Konzepte annotieren können, sondern auch die Beziehung zwischen diesen Konzepten. Die werden jetzt hier wieder entsprechend ausgewählt, die Beziehung, die wir hier annotieren können. Ich dachte erst, das wäre zu schnell, jetzt ist es mir zu langsam. Okay. Ich will Ihnen noch dieses eine Bild zeigen. Genau, was wir hier haben, ist wieder die Anpassung. Genau, und jetzt kommt es endlich. Es ist zu langsam. Genau, und jetzt sehen Sie, wie sozusagen eine solche Beziehung zwischen den einzelnen Konzepten hergestellt werden kann. Das sieht jetzt für Sie vielleicht im ersten Blick so ein bisschen kompliziert aus, ist es aber eigentlich gar nicht. Und wenn Sie wissen wollen, dass es wirklich gar nicht so schwierig ist, nehmen Sie teil. Wir sind nämlich heute hier auch vertreten. Der Herr Jakob Höpper ist hier und auch Marisa Ness sitzt hier vorne. Können Ihnen was zu dieser Software sagen? Wir machen auch einen Nutzertest. Gehen Sie einfach mal vorbei im Seminargebäude, erster Stock. Da sitzt der Herr Höpper und macht und freut sich, wenn Sie vorbeikommen. Ja, aber wir sind ja jetzt hier ganz woanders, nämlich bei der AG Film und Video. Und man muss schon ganz klar sagen, Text ist die Grundlage Ihrer Arbeit, das ist mir schon klar und das wird sich auch wahrscheinlich so nicht ändern. Aber wie wir jetzt auch schon bei Manuel gesehen haben in dem Vortrag, es geht ja vor allen Dingen darum, wie können wir die textuelle Arbeit ergänzen um weitere Informationen, nicht nur um Metadaten, sondern auch um Kontextinformationen aus anderen Quellen. Und das ist eine ganz große Herausforderung, vor dem auch die filmwissenschaftliche Arbeit in der Zukunft steht. Was ich Ihnen jetzt gezeigt habe, ist halt wie ist halt ein Produkt, ist also nicht ein Produkt, das ist ein Prototyp, ja, also eine Onion, was halt die Brücke zwischen der Dokumenten- und Datenwelt darstellt und Wikidata, was ich Ihnen wirklich sehr nahelegen kann, ein ganz tolles Projekt, was Ihnen ermöglicht, Dokumente mit externen, gemeinschaftlich kurierten Daten anzureichern und zweitens Informationen aus externen Datenbanken bei Ihnen lokal zu verwenden, wie zum Beispiel aus der Tschechischen Filmdatenbank, ja. Also mein Wunsch ist, jetzt nochmal um darüber hinauszugehen, öffnen Sie Ihre Daten, machen Sie sie verfügbar und um dann die Nutzung auch über verschiedene disziplinäre Kontexte hinweg zu ermöglichen. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Wir kehren jetzt wieder zurück zu Nils Oliver Walkowski. Der wird auch noch mal einen kurzen Vortrag halten und den muss ich ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr vorstellen. Ich muss nur irgendwie die Umbaupause wieder überbrücken. Eine der Beschäftigungen, die auf jeden Fall zugenommen hat im Kontext computerunterstützter Filmanalyse, ist, so scheint es mir, die Beschäftigung mit Farbe, Farblichkeit, Farbaspekten, Farbdynamiken in Filmen. Das bekannteste Projekt in diesem Kontext ist wahrscheinlich der ERC-Grant von Barbara Flückiger in der Schweiz, Film Colors, jetzt habe ich es. Ich sehe gerade, dass der Titel, deswegen hatte ich das in Klammern dazwischen, eine Wertung suggeriert, die ich vornehmen wollen würde. Das ist gar nicht meine Intention, was der Titel eigentlich tun sollte, ist schon mal anzuzeigen, dass es im Rahmen dieser Beschäftigung eine sehr große Diversität an Ansätzen gibt, Farbe zu verstehen und mit Farbe umzugehen. Und über diese Diversität möchte ich in diesem Vortrag also einen kleinen Überblick geben. Dafür sollten wir uns am Anfang erstmal fragen, was ist eigentlich Farbe? Und da möchte ich dann gleich auf ein Standardwerk der Kalorimetrie zurück, seine Fairchild, der sagt, also das ist schon mal die völlig falsche Frage, was ist Farbe? Die eigentliche Frage ist, wann ist Farbe und warum ist das so? Weil Farbe im Zusammenspiel entsteht zwischen drei
verschiedenen Aspekten, nämlich einem wahrnehmenden System, also zum Beispiel eben dem Zuschauer im Kino, aber auch natürlich ein Sensor in einer Kamera etc., einem Gegenstand und seine Oberfläche, sowie eben halt einer spezifischen Situation mit spezifischen Lichtverhältnissen, aber auch Raumverhältnissen etc., in dem eben dieser Gegenstand wahrgenommen wird. Und in diesem Zusammenspiel entsteht dann das, was wir Farbe nennen. Und das hat auch ein eher sozusagen spontaner Versuch gewesen, ein bisschen jetzt also in diesen drei Dimensionen zu gucken, was natürlich auch im Kontext Film das mit sich bringt. Also wir haben mittlerweile ja sogar eben DVD-Editionen, die spezifische Fernsehtechnologien dann eben zum Beispiel remastered werden. Und in dem Moment, wo ich also wirklich auch vergleichend tätig werden will, muss ich mich natürlich diesen ganzen Problemen stellen, wenn ich halt mit digitalen Repräsentationen der Filme arbeite. Aber da würde ich jetzt nicht weiter eingehen. Es soll sozusagen so ein bisschen den Transfer zeigen in eine filmwissenschaftlich kontextualisierte Form dieser Problematik. Wenn wir also jetzt akzeptieren, dass Farbe eigentlich sozusagen eher einen Raum von Möglichkeiten bietet, der durch die drei eben gezeigten Koordinaten sich eröffnet, dann ist also, stehen wir vor der Herausforderung zu sagen, wie ordnen wir diesen Raum? Und diese Frage kann man nochmal in, würde ich sagen, zwei Perspektiven aufspalten. Das eine ist sozusagen, sind die Ordnung des Vermessens, also wie ermögliche ich mir eine Quantifizierung dieses Phänomens Farbe? Und das andere ist dann natürlich die Frage, wenn ich diese Vermessung vorgenommen habe, wie adressiere ich mit meinen Ergebnissen eben jemanden, der sich meine Ergebnisse, also welche Sichtordnung lasse ich zu auf das Phänomen Farbe? Und dafür möchte ich jetzt jeweils drei Beispiele geben. Schön, das Video ist schon mal nicht mitgekommen. Da hätte es jetzt im Hintergrund ein kleines Video zum Clustering gegeben. Eins der Standardverfahren finden Sie in jeder Computer Vision Bibliothek wie OpenCV etc. ist eben ein sogenanntes Clustering-Verfahren, vor allen Dingen K-Means. Und da wird halt jeder Pixel mit seinen Farbwerten eines Bildes genommen und das Bild sozusagen in Gruppen bzw. Cluster aufgespalten und ein Cluster dann zum Beispiel im Fall von K-Means eben sozusagen der Mittelwert gebildet und daraus, so heißt es in der Terminologie, sagen, habe ich ein Set von dominanten Farben eben dieses, in diesem Beispiel dieses Filmstills, und das kann ich natürlich über mit allen Filmstills des ganzen Films machen und dann Barcodes erzeugen. Manuel hatte das vorhin schon mal angezeigt. Aber worum es mir geht dabei, ich will das nicht so präzise erklären, sondern worum es mir geht dabei ist, dass wir hier eigentlich ein mengenverhältnisorientiertes Zugang dazu haben, was wir als signifikante Farben eben dieser Filmszene oder dieses Filmstills verstehen. Eine alternative Herangehensweise. Ich hatte eben gerade erwähnt, das Projekt von Baraba Flückiger ist ein bisschen schwer, das jetzt hier vorzustellen, deswegen werde ich es im Detail auch nicht machen, weil die Folie ist also aus meiner Erinnerung an einen Vortrag, den sie in Montreal bei der DH gehalten habe. Ich habe bisher leider noch nicht Textuelles gefunden, wo ich das verifizieren konnte, aber ich fand den Ansatz sehr, sehr spannend und da mag jetzt ein Zwischenschritt fehlen, aber das, woraus mir ankommt, wird trotzdem transparent werden. Denn was sie tut ist, oder was ihr Team tut, ist, eben erstmal die Frames zu nehmen, eben Objekte zu trennen vom Hintergrund, sogenannte Superpixels zu bilden, also eben sozusagen größere Ansammlung von Pixels und das zu dann mit einem hierarchischen Clustering-Algorithmus zu gruppieren. Und jetzt ist der zweite Aspekt, worauf es mir ankommt, eben die Ergebnisse auf ein normatives Farbschema zu mappen, nämlich auf das Mansellsche, auf die Mansellsche Farbtabelle, die also vor allen Dingen im industriellen Sektor in den USA auch sehr weit verbreitet ist. Also was wir sozusagen haben im Gegensatz zu dieser mengenverhältnisorientierten Herangehensweise an Farbe ist hier eben einmal, Farbe ist eine Eigenschaft von einem Objekt und gehört zum Objekt und dann eben das Mapping dieser Eigenschaft auf eben eine standardisierte standardisiertes normatives Schema von Farben. Der dritte Ansatz, das ist das, was Herr Pause und ich machen, ist gar nicht mehr über absolute Farben reden zu wollen, sondern zu sagen, Farbe hat
bestimmte Aspekte, die beim Sehen bestimmte Effekte hervorrufen. Solche Aspekte ist zum Beispiel eben ein Helligkeitskontrast oder eben wenig intensiv, stark intensive Farben, Spektralwerte, jetzt kommen wir auch zu also, sehr viel komplexeren, natürlich warme, kalten Farben ist was, was sehr kulturell geprägt sein kann. Also genau, da komme ich dann sozusagen, während ich sowas wie Helligkeit ableiten kann bei bestimmten Farbraummodellen, ist zum Beispiel bei der Frage, was sind warme und kalte, muss ich also kulturelle Aspekte noch mit berücksichtigen, auf deren Grundlage ich meine Analyse stelle. Aber der Punkt ist, ich greife mir bestimmte Aspekte raus, die beim Sehen eben, so suggeriere ich das, einen Effekt hervorrufen und versuche sozusagen diese isolierten Aspekte zu analysieren. Das waren jetzt die Vermessungsordnungen, jetzt kommen also die Blickordnungen. Das ist das Projekt Digital Surrealism von Kevin Ferguson. Und wie man unschwer erkennen kann, ist, dass der Film Meet the Robinson von also aus den Walt Disney Studios. Und was er macht, ist, alle Frames eines Films in einen einzigen Frame zusammen zu mergen. Er nennt das Z-Projection, weil Z also die Zeitachse des Films. Und dann jedes Frame wird projiziert auf einen einzigen Frame. Und was er hier macht, es wird am Titel deutlich, Digital Surrealism, ist, er spricht also, bei ihm geht es darum, auf der ästhetischen, auf der Erlebnisebene, sozusagen unabhängig davon ist, von der quantifizierenden Methode, trotzdem auf der Erlebnisebene zu bleiben und sich zu fragen, also wenn ich jetzt alle Filme von Disney nehme, was er getan hat, 50 Stück, und die miteinander vergleiche, ich erzeuge etwas, ich weiß erstmal nicht so richtig, was das ist, was ich da erzeuge, aber ich, genau, ich gehe komparativ vor und ich spreche sozusagen, ich gehe in einen interpretativen, erfahrungsorientierten Vorgang. Das nächste ist das totale Gegenteil, 2 Minuten, nämlich aus dem Action-Toolkit, das ich eingangs schon mal erzählt, das ist eine ganz klassische stilometrische Analyse. Die Farben bleiben selbst bei den Farbaspekten dieser Diagramme im Dunkeln, im wahrsten Sinne des Wortes, denn die Farben haben hier keine andere Funktion natürlich als Distanzmaße zu kommunizieren zwischen einem Korpus von 8 Regisseuren auf der linken Seite, auf der rechten Seite Kurosawas Film Der Suzala, wo halt also die Szenen, das farbliche Profil der Szenen miteinander verglichen werden. Und hier geht's sozusagen, wird Farbe als eine abstrakte Größe dargestellt, im Gegensatz sozusagen zu dieser erfahrungs- und erlebnisorientierten Darstellungsweise der Ergebnisse zuvor. Und das ist das, was der Kollege Pause und ich machen. Nämlich der Versuch, so ein bisschen zu vermitteln zwischen diesen beiden Ansätzen. Das ist ein Bokeh-Dashboard, das es ermöglicht, also verschiedene Visualisierungskomponenten eben miteinander auf einem Dashboard darzustellen, aber auch eben miteinander interagieren zu lassen. Also wir haben jetzt eben unten, sehen wir Diagramme, wir haben rechts, ich weiß nicht, wie gut man das doch kann, ein bisschen kann man das sehen, also das rechts oben ist eben ein Filmstil, beziehungsweise kann ein Video enthalten, wir haben einen Farbwert in der Mitte und wir haben ein paar zusammenfassende Statistiken und der Clou dabei ist jetzt nicht nur sozusagen unterschiedliche Blicke auf ein und dieselbe, auf ein und dasselbe Material zu ermöglichen, sondern dass ich eben, dass die miteinander interagieren können. Das heißt, ich kann mir bestimmte Bereiche in den Diagrammen, die mich interessieren, die auffällig sind, eben selektieren und dann berechnet man, der Computer im Hintergrund eben zum Beispiel den Durchschnittsfarbwert daraus oder was wir hier sehen, das Problem ist so dunkel, es geht hier um einen Grünwert und der Frame ist so berechnet, dass halt alle Farbwerte, die halt zu dieser Range gehören, die mich interessieren, angezeigt werden, die anderen werden ausgeblendet etc. Also es geht um ein exploratives Navigieren durch den Farbraum dieses Films. Zusammenfassung. Farbe bezeichnet ein Zusammenspiel zwischen Betrachter, Gegenstand und Betrachtungssituation. Und das heißt, ich würde das Wort falsch jetzt auswechseln, gerne gegen präzise. Es gibt kein weniger präzises oder präziseres Verfahren zur Analyse von Farbmustern im Film, sondern eben nur besonders geeignet oder weniger geeignet vor dem Hintergrund spezifischer Interessen und Fragestellungen, die ich eben bei der Analyse von Farbe in Film mitbringe. Statistische Modelle beschreiben Farbmuster im Film als Mengenverhältnis oder als Eigenschaften von Objekten sowie als Menge an Facetten und Seheffekten.
Darstellungsverfahren präsentieren Farbe in Filmen als ästhetisches Erlebnis, als eine abstrakte Größe oder eben als ein explorierbarer Raum. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Last but not least darf ich Ihnen Matthias Zeppelzauer vorstellen. Er ist Professor am Institute for Creative Media Technologies an der FH St. Pölten. Forschungsschwerpunkt, also die Forschungsschwerpunkte umfassen vor allem multimodale Signalverarbeitung oder multimediale Signalverarbeitung und Machine Learning. Matthias war auch als Informatiker in diesem Digital Formalism Projekt involviert. Also das ist schon so ein Nukleus, von dem wir sozusagen immer noch zehren offensichtlich. Dankeschön. Ja, ich bin Computerwissenschaftler, ich möchte auch kurz in die Gruppe fragen, wer ist hier Computerwissenschaftler im Saal? Also mehr als Filmwissenschaftler, soweit ich sehen kann. Sehr gut. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ein paar Ergebnisse unserer Forschung im Digital Formalism Projekt vorzustellen. Allgemein soll es in meinem Vortrag darum gehen, was kann eigentlich automatische Filmanalyse für die Humanities tun, für die Filmwissenschaft. Und ein Problem, das wir alle kennen, das Annotieren von Daten und sei es eben auch Filme und ganze Filmkorpora, ist ein extrem zeitaufwendiger Prozess und für sehr, sehr große Datenmengen im Grunde nicht durchführbar manuell. Und hier kommt im Grunde die automatische Filmanalyse ins Spiel, die ein Werkzeug darstellen kann, um eben mit Filmen in neuen Arten und Weisen zu interagieren und auf Filme auch zuzugreifen. Ein paar Beispiele haben wir heute schon gesehen. Ich habe hier drei Punkte identifiziert, wo ich denke, dass die automatische Filmanalyse besonders nützlich sein kann. Das ist natürlich jede Art von quantitative Studie, die über einen großen Korpus drüber geht. Weiters das Testen von Hypothesen bzw. das Überprüfen von Annahmen, die man über das Material macht, mit einem Algorithmus, der vielleicht eine andere Perspektive, eine vielleicht objektivere Perspektive zeigt, wobei wir über den Objektivitätsbegriff dann natürlich auch gerne später noch diskutieren können. Das ist ein spannendes Thema im Bereich des Machine Learnings. Und natürlich die interaktive Exploration. Der Manuel hat so ein Beispiel vorher schon gezeigt, wo es um Visualisierung geht, wo man mit dem Film interagieren kann, reinzoomen, rauszoomen, nicht linear zugreifen etc. Und hier habe ich noch einige Use Cases angeführt, auf die ich jetzt im Weiteren dann eingehen werde, wie zum Beispiel das Finden von stilistischen Patterns, Stilmerkmalen, Komposition etc. Im Film. Ja, und natürlich kann all dieses dazu beitragen, dann auch automatisch Annotationen zu generieren und wiederum Daten für die weitere Forschung zu produzieren. Der Kontext, wie schon angemerkt, ist für diesen Talk das Projekt Digital Formalism, wo es darum ging, eben Filme von Ziga Werthoff erstmals einer automatischen Analyse zuzuführen. Und das war wohl eines der ersten Projekte, wo wirklich Filmwissenschaft und Informatik sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Das war damals, bis auf ein paar Ausnahmen, noch nicht wirklich etabliert. Bevor ich starte, möchte ich ganz kurz einen Überblick geben, was können wir denn alles in Filmen analysieren und in Filmen, was sind denn so Dinge, die wir automatisch vielleicht extrahieren können. Und ich habe das mal in einer Liste versucht zusammenzustellen. Die Liste ist natürlich nicht, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich wollte nur mal so prinzipiell gruppieren, was es denn da so gibt. Und das ist im Grunde auf drei verschiedenen Ebenen. So könnte man das anordnen, wobei die unterste Ebene sehr stark mit der Syntax verbunden ist und zu den höheren Ebenen hin wird die Syntax dann immer mehr von der Semantik abgelöst. Konzepte, die wir auf dem niedrigsten Level haben, ein paar haben wir heute auch schon gehabt, wie zum Beispiel Farbe, aber auch Textur, Form und Intensität,
oder wenn wir von Bewegtbild sprechen, natürlich Bewegung, sind ganz grundlegende Bausteine, aus denen dann alle höheren Konzepte, alle semantischeren Konzepte in irgendeiner Form abgeleitet werden. Und wenn ich von Low-Level spreche, dann meine ich hier prinzipiell Informationen, die auf Pixel-Ebene basiert, das heißt Pixelfarben, Textur in kleinen Bereichen. Von Pixeln, von einzelnen Pixeln können wir nur beschränkt Informationen ableiten, also da stoßen wir relativ schnell an Grenzen. Normalerweise möchte man ein Level höher gehen, wo es dann um größere Einheiten geht, nämlich ganze Regionen, Bereiche, Objektteile, und wenn wir uns die zeitliche Achse eines Filmes ansehen, dann könnte das sein, beispielsweise Einstellungen, grundsätzliche Units oder Einheiten, in die wir verwenden können, um den Film zu strukturieren. Und auf dem höchsten Level geht es dann um gesamte Objekte und zum Beispiel Gesichter, Menschen, diverse Objekte, die in einem Film vorkommen. Es geht um die gesamte Szene, um die gesamte Komposition der Szene. Es geht zum Beispiel um den Begriff der Szene selbst, dazu komme ich auch später noch, als größere semantische Einheit eines Films beispielsweise. Ja, zu dieser Liste kann man natürlich noch beliebig viele Konzepte hinzufügen. Nun aber zu dem Projekt und zu dem Material, das wir analysiert haben. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus dem Material, aus einem Film, das 11. Jahr. Das möchte ich deswegen zeigen, um zu zeigen, auch für so ein solches Material mit sehr, sehr niedriger Materialqualität, das ist halt einfach eine vielfache Kopie eines nicht mehr existierenden Originals, können dennoch erfolgreich computerisierte Methoden angewendet werden. Das heißt, das funktioniert nicht nur für Hollywood-Filme in perfekter Qualität von einer DVD kopiert, sondern wir können das auch an und für sich mit solchen Archivaufnahmen machen, wobei wir natürlich früher an die Grenzen stoßen als bei hochqualitativen Filmen. Nun, was können wir jetzt tatsächlich tun und was haben wir im Projekt gemacht? Ich möchte ganz kurz ein paar Ergebnisse vorstellen und ein paar Themen ansprechen. Zunächst, und das ist normalerweise die erste Tätigkeit in der automatischen Filmanalyse, man zerlegt den Film und versucht von einzelnen Frames auf ganze Einstellungen zu gehen. Das heißt, man versucht die Grundeinheiten des Films zu extrahieren. Das ist die Schnitterkennung, aber nicht nur Schnitte sind hier von Interesse, auch graduelle Übergänge, zum Beispiel eine Dissolve oder eine Wipe, also Überblendungen, von denen es sehr, sehr viele in diesen Archivfilmen gibt, die wir bearbeitet haben. Und basierend auf den Einstellungen haben wir dann auch versucht, Szenen zu analysieren, was gar nicht so einfach war, weil der Begriff der Szene schwierig zu definieren ist, und wenn man drei verschiedene Experten damit beauftragt, einen Film in Szenen zu zerschneiden, wird man drei unterschiedliche Ergebnisse bekommen, weil hier einfach sehr, sehr viel Semantik bereits enthalten ist. Wir haben die Filme auch strukturell untersucht und Werkzeuge gebaut, die helfen, den Film darzustellen. Das ist ein sehr spannendes Gebiet, wo nämlich die Computeranalyse, die Filmanalyse, die automatisierte Filmanalyse mit der Visualisierung zusammenkommt. Wir sehen hier, was wir auch schon vorher im Vortrag vom Nils gesehen haben, wieder eine Matrix, eine sogenannte Ähnlichkeitsmatrix, die die Ähnlichkeit aufeinanderfolgender Frames darstellt. Wir können uns hier die Zeit entlang der Diagonale vorstellen und wir können diese Matrix dazu verwenden, Struktur im Film zu erkennen. Beispielsweise sind diese großen hellen Blöcke üblicherweise zusammenhängende Einstellungen und die Grenzen zwischen den Blöcken sind Einstellungsübergänge, die entweder harte Cuts sein können, aber beispielsweise auch Überblendungen, was sich auch in der Ähnlichkeitsmatrix dann durch eine Art von Überblendung sichtbar macht. Und darüber hinaus kann man dann noch weitere Strukturen erkennen, beispielsweise wiederholte Content, wiederholte Motive, die quasi über der Zeit immer wieder auftreten, machen sich in dieser Matrix ebenfalls bemerkbar, indem man dann abseits der Diagonale erhöhte, hellere Bereiche hat. Also diese Werkzeuge können dazu beitragen und helfen, die Struktur in einem Film zu analysieren. Motiverkennung haben wir ebenfalls gemacht.
Hier geht es darum, quasi Near Duplicates, wie die Heidi schon angesprochen hat in ihrem Vortrag, zu erkennen und typische Montagemuster zu extrahieren. Man kann sich das vorstellen wie eine Art Reverse Engineering des Films. Wir wollen wissen, welche Struktur liegt hier hinter der Sequenz. Ähnlich haben wir das dann auch mit audiovisueller Montage gemacht. Wir haben versucht, Korrelationen zwischen dem Soundtrack des Films und dem visuellen Content herzustellen. Und ich kann hier eine Sequenz herzeigen, die das ganz gut illustriert. Leider kommt der Ton nur über unsere Lautsprecher hier, sofern es überhaupt funktioniert. Denn auf die Maus habe ich hier leider keinen Zugriff momentan. Vielleicht kann ich die Sequenz aber dennoch vorführen. Müssen Sie nur finden, auch am Laptop dann herzeigen. Dann, probieren wir das noch einmal. Weitere Anwendung, die wir entwickelt haben, war sogenannte Kamerathek-Rekonstruktion, auch ein Reverse Engineering, wo es darum geht, einzelne Inhalte, die ursprünglich mal in einem Zug aufgenommen wurden, aber dann zerstückelt wurden im Zuge der Montage, wieder zusammenzuführen, um quasi eine neue Perspektive auf den Film zu entwickeln. Wir haben Methoden entwickelt zur automatischen Abgleich und Vergleich von Filmen. Ein Beispiel haben wir schon gesehen mit dem Blumfilm Schatten der Maschine, wo es darum geht, eben aus verschiedenen Versionen gleichen und unterschiedlichen Content zu identifizieren. Und zum Schluss noch zwei Methoden aus dem Bereich Content-Based Retrieval, die wir verwendet haben, um auch wieder eine neue Art und Weise zu schaffen, auf den Film zuzugreifen. Einerseits hier sehen wir ein sogenanntes Sketch-Based User Interface, wo man eine visuelle Komposition skizzieren kann und dann im Film nach ähnlichen Kompositionen, nach Keyframes suchen kann. Und das zweite wäre quasi dasselbe auf Bewegungsebene, wo man ein Bewegungstemplate definieren kann, mit Pfeilen, indem man das einfach zeichnet und dann Szenen extrahieren kann, wo entsprechende Bewegungen auch vorkommen. Zusammenfassend, die automatische Filmanalyse bietet neue Methoden, um auf Filme zuzugreifen und mit Filmen zu arbeiten. Das sind einerseits Suchmethoden über Query-basierte Interfaces, Browsing und Visualisierung, Zugriff über Segmente, die wir bilden auf dem Film, zum Beispiel zeitliche Segmente wie Shots, aber auch örtliche Segmente wie Regionen, Objekte etc. Und natürlich, was derzeit auch sehr en vogue ist im Bereich Machine Learning, die Erkennung und Detektion von Objekten, die wir somit automatisch extrahieren können. Als allerletztes ein paar Challenges für die Zukunft im Bereich der automatischen Filmanalyse, die ich ganz kurz vielleicht auch für die Diskussion einwerfen möchte. Das sind die Bereiche, wo ich denke, wo besonders spannende Entwicklungen zu erwarten sind, nämlich einerseits die Extraktion von wirklich semantischen, komplexen Konzepten. Weiters die Integration von User-Feedback in den Analyseprozess. Derzeit läuft vieles vollautomatisch ab und lässt sich nicht an die Bedürfnisse des Benutzers oder der Benutzerin anpassen. Hier können Methoden aus dem Active Learning beispielsweise helfen, um die Suche oder die Analyse an die User anzupassen. Ja, die Integration von weiteren Inputs, wie zum Beispiel Eye-Tracking, um auch den Betrachter des Filmes zu analysieren, ist eine spannende Richtung, beziehungsweise die Cross-Media-Analyse, das heißt die Verlinkung eines Films mit anderem Content, zum Beispiel Social Media, Bild, Datenbanken etc. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die schönen Impulsreferate. Ich glaube, das, was sich so ein bisschen durchzieht, ist, dass wir immer versuchen, Grenzen zu überwinden. Also das ist jetzt natürlich was ganz was Abgedroschenes, aber wir versuchen eben verschiedene Methoden zusammenzubringen, verschiedene Medien und verschiedene Menschen vor allem auch, weil diese Artefakte, mit denen wir es hier zu tun haben,
das ist schon richtig viel Arbeit, die irgendwie zu bändigen. Und deshalb, glaube ich, ist das im Falle der Videos und Filme nochmal kollaborativer, nochmal herausfordernd, als das vielleicht mit Texten ist. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt auch eine weitere Grenze überwinden. Ich komme zu Ihnen und nehme gerne Ihre Fragen, Kommentare auf. Also vielleicht auch Dinge, wo Sie Anknüpfungspunkte sehen und so weiter. Also wir haben hier noch ein zweites Mikro, das ihr da verwenden könnt. Und damit möchte ich die Diskussion eröffnen. Gibt es intern irgendwelche? Ich möchte plaudern. Also wie es mir immer geht, ich gucke natürlich jetzt aus meiner Perspektive heraus und was bei uns gerade passiert, wir machen vor allen Dingen quantitative Analysen, also in der Informatik. Und bei uns gibt es gerade eine Entwicklung, die ist ganz spannend, nämlich wir versuchen jetzt unsere quantitativen Analysen qualitativ anzureichern. Und was ich jetzt hier erlebe, ist genau das Umgekehrte. Was wir hier haben, Sie arbeiten überwiegend qualitativ, würde ich jetzt mal behaupten, und nutzen zunehmend quantitative Verfahren, um neue Erkenntnisse zu erzeugen. Und was ich mich immer frage, wenn ich in solchen Runden sitze, ja, und welche Erkenntnisse werden jetzt damit erzeugt, ja? Also wie bekommt man denn diese Verschränkung genau hin? Also wie wird da in der Filmwissenschaft gearbeitet, um eine solche, also um, was du auch erwähnt hast, Manuel, um halt vom Überblick ins Detail zu gehen, also welche, also wie macht ihr das? Also wie führt ihr sozusagen diese Verschränkung der qualitativen, quantitativen Sichtweise durch? Das würde mich mal interessieren. Möchte da jemand? Okay. Ja, das ist, also ich kann nur aus der Erfahrung sprechen, die ich jetzt habe mit in dem Projekt zusammen mit Nils, wo die Ergebnisse mich sehr erstaunt haben. Ich bin mit großer Anfangsskepsis habe ich mich auf quantitative Verfahren überhaupt erst nur eingelassen. Und dann war es aber doch so, dass diese Analysen, die wir gemacht haben, an einem sehr, sehr kleinen Filmkorpus, ne, also von Filmen, die wir sehr, sehr genau gelesen haben, erstmal als sozusagen als Filmwissenschaftler und als menschliche Akteure, doch, also dass dann halt sozusagen dieser Zugang, den wir gewählt haben, Farbstrukturen zu entdecken, bestimmte Farbe nochmal aufzugliedern, unterschiedliche Kontrasttypen in unterschiedliche Aspekte, jeden einzelnen über den ganzen Film hinweg zu analysieren, zu sequenzieren und so weiter, dass sich daraus tatsächlich Beschreibungsformen gefunden haben für ästhetische Paradigmen, die wir vorher so vielleicht in Ansätzen auch geahnt hätten, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es nur bestätigt hat, was wir eh schon wussten, sondern wir haben wirklich neue Dinge gesehen. Ne? Also Beispiel, dass der amerikanische Blockbuster-Film zum Beispiel mit ästhetischen Mitteln wie der Farbe sehr pointiert umgeht, indem er zum Beispiel seine Narration rhythmisiert. Darauf wäre man vielleicht gekommen. Ne? Also dass alle wesentlichen Umbruchpunkte in einem Film in irgendeiner Form ästhetisch markiert werden. Das ist nicht so überraschend. Aber dann haben wir uns andere Filme angesehen, die auf einem anderen Produktionsniveau liegen und haben auf einmal festgestellt, ganz ähnliche Markierungen werden für ganz andere Zwecke eingesetzt. Zum Beispiel eben für ästhetische Zwecke, für die Markierung bestimmter Motive oder Motiviken oder so. Das hatten wir vorher nicht gesehen. Und das fand ich sehr, sehr erstaunlich. Und so finde ich, ist es so, ich weiß nicht, ob es die Frage beantwortet, weil ich glaube, das Quantitative an dem Verfahren habe ich, also müssen wir vielleicht noch, können wir vielleicht noch irgendwie genauer rauskristallisieren, aber das war jedenfalls meine Erfahrung in dieser Zusammenarbeit. Ich finde das eine schöne Frage. Also es ist ja so, dass quantitative Verfahren oder sozusagen formalistische Verfahren so zur Grundausbildung von Slawisten und Slawistinnen gehören. Also das ist gar nicht so weit hergeholt. Und es ist auch kein Zufall, dass wir das zuallererst an einem Korpus gemacht haben, der dezidiert formalistisch gearbeitet hat, der das in seinen eigenen Diagrammen und Aufzeichnungen
eigentlich genauso gemacht hat. Matthias hat zweimal das Wort reengineered verwendet. Das war in gewisser Weise auch so. Also ich würde jetzt einerseits nochmal sagen, dass es natürlich auch auf den Korpus ankommt. Ich würde vielleicht auch die These aufstellen, dass es vielleicht auch nicht immer zielführend oder ist oder Sinn macht, jeden Film so quantitativ sich mal vorzunehmen. Das kann man natürlich auch machen. Ich sehe so grundsätzlich zwei Herangehensweisen. Johannes, was du jetzt gerade beschrieben hast, das war eher so explorativ, oder? Also das war auch was mich dann später mehr interessiert hat, mit den Visualisierungen, die wir gemacht haben, auch um uns in diesen höchst strukturierten Filmen auch zurechtfinden zu können. Also in der Filmwissenschaft ist es ja auch so, man sieht sich diesen Film an, es ist performativ und man möchte das auch irgendwie sich auch vergegenwärtigen, was hier eigentlich passiert ist. Und dafür sind Visualisierungen ganz sinnvoll. In unserem Projekt sind wir eher von Hypothesen ausgegangen, die wir dann am Filmmaterial und mit Hilfe dieser Werkzeuge auch verifizieren wollten. Also das sind diese beiden Zugänge. Vielleicht nur als Ergänzung dazu. Also nicht, dass ich in irgendeiner Art und Weise qualifiziert darüber wäre, was über Filmwissenschaft und Filmanalyse zu erzählen, weil ich ja eigentlich Medieninformatiker bin. Aber ich bin immerhin in die Bibliothek gegangen, bevor ich mich auf das Ganze eingelassen habe und habe mir mal ein Buch über Filmanalyse ausgeliehen. Da gibt es ganz schön viele. Und ich habe mir dann sagen lassen, es gibt ein ganz besonders gutes Einführungsbuch. Und da stand irgendwie gleich auf der ersten Seite, dass in der Filmwissenschaft seit jeher eigentlich eine Verschränkung aus qualitativen und quantitativen Methoden besteht. Nee, und das ist tatsächlich was, also es ist natürlich erstmal plausibel, dass wenn man Filme analysiert, wenn man nochmal auf die Keynote von Sibylle Krämer Bezug nimmt, kontinuierliche Signale werden diskret zerstückelt und irgendwie dann quantifizierbar gemacht. Das ist bei Filmen natürlich besonders plausibel, aber tatsächlich wird das in der Filmwissenschaft anscheinend auch schon lange vom Computereinsatz eben gemacht. Von dem her ist das gar nicht so weit hergeholt, dass man jetzt eben ja drüber nachdenkt, wie man das Ganze aufs nächste Level heben kann. Wie gesagt, bislang hat man sich halt aus meiner Sicht vor allem an Einstellungsfrequenzen und Längen aufgehangen. Eines der bekanntesten Projekte ist ja eben auch dieses Cinematrix-Projekt von Juri Civian und anderen, wo ja tausende Filme online sind, die von, das ist leider der Nachteil, von Benutzern, die Filme segmentiert wurden. Das ist deswegen der Nachteil, weil es halt ziemlich heterogen ist und weil man sich einfach darauf verlassen muss, dass die Nutzer die Filme auch korrekt segmentiert haben. Und das haben sie einfach sehr häufig nicht gemacht, weil sie mit der Software einfach nicht zurechtkamen oder sonst was. Also von dem her, es gibt da durchaus eindrucksvolle, weit zurückreichende Beispiele für quantitative Arbeiten, auch in der Filmanalyse. Und ich glaube tatsächlich, das wird sehr schön bei den verschiedenen Ansätzen deutlich. Wir haben uns so ein bisschen zusammengefunden, weil wir jetzt eben schauen wollen, was kann man jetzt eben noch für weitere Parameter damit reinnehmen. Und ja, ich bin echt zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Ja, also die Hälfte von dem, was ich sagen wollte, hast du eigentlich schon gesagt, inklusive der Referenz auf Krämer. Aber ich wollte sozusagen, was wir ja auch gemacht haben am Anfang, als wir zum Beispiel diesen Hollywood-Blockbuster gesehen haben, ist natürlich eben uns mit dem aus den Filmwissenschaften kommenden Konzept eben des Sequenzprotokolls, was jetzt nicht heißt, dass jeder Sequenzprotokoll in gleicher Art und Weise benutzt, aber es ist irgendwo ein Modell, ein Konzept, auch wenn ich es nicht anwende, während ich Film gucke, trotzdem ja eine Art den Film zu sehen, prägt, selbst dann, wenn ich es nicht formalisiere. Und das ist ja auch so ein bisschen, wie gesagt, Krämers These gewesen. Es ist gar nicht so wichtig, ob ich es irgendwie tatsächlich sozusagen eine Tabelle auf dem Blatt Papier habe. Die Tatsache ist, dass dieses Konzept prägt die Art und Weise, wie ich den Film sehe. Aber das ist eigentlich die Frage nicht so sehr, die ist, oder die Beobachtung nicht so sehr, die ist, dass Geisteswissenschaft oder Filmwissenschaft nicht sich quantifizieren. Ich weiß, über den Informatik kann ich nicht sagen, sondern dass es doch darum geht, wirklich neue Zusammenspielmöglichkeiten zwischen Bereiche, die eben quantifizieren, funktionieren, oder Krämer hätte gesagt, halt die etwas diskret machen, und eben auf der anderen Seite eben interpretationsorientierte Prozesse, explorative Prozesse, die aber nur dadurch zustande kommen, dass ich eben halt Dinge diskret mache, dass ich die in kreative Setups bringe. Und das ist ja das, was wir sozusagen versucht haben, jetzt oder versuchen gerade im nächsten Schritt eben halt, denn zum Beispiel mit diesem Dashboard halt auch zu unterstützen, dass ich da gezeigt, dass ich also einen kreativen, spielerischen Prozess
in Gang setzte, der natürlich extrem abhängig ist von eben quantifizierenden Methoden, aber trotzdem immer schon auch darüber hinausreicht. Es gibt eine Frage. Also es gab gerade einen sehr schönen Artikel in der ACM Communications, der hieß Computational Social Science ist nicht gleich Social Science and Computation oder irgendwie so. Aber was, ab jetzt darf das nicht mehr aufgezeichnet werden. Also was man häufig in der Informatik sieht, und das ist auch in meiner Disziplin, also der Bereich, der heißt Computer Supported Cooperative Work. Und dann kommen dann also meine Kollegen und Kolleginnen und schmeißen dann Machine Learning Methoden auf irgendwelche Datensätze und machen hübsche Abbildungen. Und das sieht alles wunderbar komplex aus und das ist dann das fertige Paper. Und das ist insbesondere in diesem Bereich Computational Social Science so. Und ich frage mich dann immer, so what? Also was hat jetzt der Sozialwissenschaftler daraus gelernt oder was hat jetzt der Geisteswissenschaftler, wenn es im geisteswissenschaftlichen Bereich ist, daraus gelernt? Und da wird schon der Mehrwert darin gesehen, dass man diese ganzen Methoden anwenden kann. Ich bin jetzt betont böse, ja. Es gab jetzt gerade in meinem Bereich einen ganz großen Artikel, der hat vollkommen abstruse Ergebnisse, also Erkenntnisse aus solchen Analysen abgeleitet. Das ging dann durch alle Medien. Und dann gab es ein ganz tolles Paper bei Kollegen, die haben dann diese Analysen komplett zerlegt, indem die wirklich auch qualitativ gearbeitet haben. Das heißt, wirklich geschaut haben, was für Daten haben wir, was bedeuten diese Daten in diesem Kontext und können wir überhaupt diese Ableitung aus diesen Analysen ableiten oder diese Erkenntnisse ableiten aus den Auswertungen. Und es zeigt sich immer mehr, also gerade wenn wir mit Daten, die menschenbezogen sind, arbeiten, dass es nicht mehr ausreicht, rein quantitativ zu arbeiten, sondern wir müssen das qualitativ verschränken. Und das ist auch das, wie wir das in der Informatik oder bei uns mittlerweile ausbilden. Also man muss ins Detail gehen, man muss mit den Leuten sprechen, man muss verstehen, was die Daten bedeuten. Und es reicht nicht aus, hübsche Bildchen zu malen und dann zu sagen, das bedeutet das. Das ist vollkommen unzulänglich. Und bitte, ich weiß, bitte machen Sie nicht den gleichen Fehler, den wir gemacht haben oder den wir momentan so machen. Ich hätte vielleicht auch noch mal eine bisschen provokative Frage. Dahingehend, ob überhaupt die Frage nach quantitativ und anders die richtige Art und Weise ist, diese Frage zu stellen. Sie sagen ja, Sie arbeiten hier mit Filmen. Womit Sie aber eigentlich arbeiten, sind Daten, die man in gewisser Weise so abspielen kann, dass es ungefähr aussieht, wie der Film früher aussah. Aber man kann mit den Daten auch noch ganz andere Sachen machen, wie das Beispiel von Ferguson in ihrem Vortrag gezeigt hat. Also man kann da ganz andere Sachen rausrechnen als sozusagen den linearen Film, von dem die Daten ursprünglich mal generiert wurden, aber eben auch nur das sind, was nur der Ursprung des Ganzen ist. Das heißt, eigentlich haben Sie jetzt erstmal mit Daten zu tun, nicht mehr mit Filmen. Das ist irgendwie keine gute Technik hier. Ich halte es so still wie möglich. Und wenn man das jetzt mal kurz als Prämisse nimmt, dass Sie also erstmal vielleicht gar nicht Filme quantifizieren oder qualitativ bearbeiten, sondern versuchen, was kann man aus diesen Daten rausholen. Ist das noch einfach eine andere Art und Weise, diese Frage zu stellen und auch die Frage zu stellen, wo kann es hingehen und was kann das noch bringen? Das Erste, was mir einfällt, ist, ich habe immer, also ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe gerade, aber ich habe immer ein großes Problem damit, wenn man beim Medium Film von Originalen spricht. Also wir haben jetzt vor allem mit Filmen gearbeitet, die eh aus dem digitalen Zeitalter kommen, da gibt es das so eh schon mal gar nicht mehr, aber also was soll das sein, auch bei einem Film von 1920 oder 1950? Ne? Das gibt es, glaube ich, so nicht.
Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich deine Frage richtig begriffen habe. Willst du vielleicht mal weitermachen? Nein, also die Schwierigkeit, die ich auch hatte, also für mich hast du sozusagen das, was wir ausgehend davon, dass diese zwei Begriffe einfach platziert waren, sozusagen versucht haben zusammenzuführen, jetzt nochmal sozusagen von einem anderen Punkt aus im Prinzip auch nochmal gesagt, wiederholt. Wenn ich sozusagen versucht habe, es zu unterstreichen, so einen kreativen Prozess zu beschreiben, dann impliziert das unter Umständen eben ja auch, also ich würde sagen, eben neue Sehweisen zu erzeugen. Und die sind halt natürlich nicht begrenzt. Klar, also die Frage, was können wir aus einem Material raus? Es gibt ja auch Ferguson sozusagen diesen Punkt, wo er sagt, wir betrachten jetzt den Film nicht mehr als eine Sequenz, sondern als ein Volumen. Und das unterstreicht ja gerade diese, also ich habe ein Material und bin unter Umständen, wenn ich methodisch dazu bereit bin, also auch aufzugeben, dass das Originäre daran das ist, dass es sich auf einer Zeitachse abspielt etc., sondern ich sage, diesen Startpunkt lösche ich jetzt einfach mal, weil ich ihn durch digitale Technologien löschen kann, und ich finde viele Startpunkte. Einer ist zum Beispiel eben, wie gesagt, bei Ferguson, ich betrachte das Film als ein Volumen. Genau, aber für mich ist das sozusagen dasselbe Motiv, das hier schon zwischen uns gekreist ist, sozusagen nochmal anders akzentuiert, aber nicht substanziell anders. Oder würdest du sagen, da ist doch noch was verloren gegangen, jetzt in meinem Versuch, das zu rekapitulieren? Ich habe jetzt kapiert, worum es geht. eigentlich ist das so eigentlich, um das auf das zurückzukommen, was Nils im Vortrag nochmal gesagt hat. Genau, also die Verdatung des Films ermöglicht natürlich eine Sichtweise des Films, die vollkommen unterschiedlich ist von der Rezeptionssituation im Kino oder so. Und dafür müssen wir neue Lektüreformen gewinnen. Und in der Tat ist Ferguson dafür ein wunderbares Beispiel, weil genau das mit Digital Surrealism meint. Also wie im Surrealismus gibt es ein automatisiertes Verfahren, das etwas freilegt von einem, also eine geheime sozusagen Botschaft eines Films freilegt in Form eines Bildes, dass man aber nicht mehr, also aber dieses Bild kann man nicht hermeneutisch lesen. Man kann es eben nicht lesen wie die Filmbilder selbst, sondern man braucht für diese Bilder, diese gemergten Bilder oder tatsächlich seine 3D-Modelle von Bildern oder was er alles macht damit, man braucht dafür eine andere Form von Lektüre-Leistung. Und das ist, ich meine, das stimmt natürlich total. Und das ist, also das ist die eine Möglichkeit, damit umzugehen und tatsächlich darauf zu starren und so lange zu gucken, bis einem vielleicht was einfällt, assoziativ oder wie auch immer, was sagt über diesen Film. Die andere Möglichkeit ist einfach das statistische Arbeiten mit den Daten. Und das Spannende wäre, das in Dialog zu bringen. Aber das war, glaube ich, ein bisschen die Pointe von Nils Vortrag, dass es eben diese beiden Wege gibt. Entschuldigung. Also ich muss ja zugeben, dass mir genau dann, wenn ich sowas Digital Surrealism, wenn ich das sehe, Manovic hat das auch gemacht, mit Image J kann man das sehr gut machen, diese Z, wie so, das war Manovic, okay. Ja, das kann jeder machen, ja, das ist gar nicht so schwierig. Ja, nein, das ist nicht der Punkt, aber das ist da, wo ich zum Beispiel auch drauf schaue und sage, da weiß ich wirklich nicht, was mir das bringt. Ja, da müsste ich mir, aber das ist nur meine persönliche Ansicht. Ich denke ja eher praktisch. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben, ich habe ja in meinem Beitrag tatsächlich die automatische Analyse vollkommen rausgelassen. Ich habe ja nur Beispiele dafür gebracht, wie ich als Filmwissenschaftlerin und auch Archivarin, ich habe ja in einem Archiv gearbeitet, mit Qualified Guessing oder wie wir das gemacht haben. Also wir haben das sozusagen selbst rekonstruiert. Das kann man auch machen, das macht auch sehr viel Spaß, auch wenn man Zugang zu den Archivmaterialien hat und wenn man viel gesehen hat, dann kann man das machen. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, und zwar nochmal vielleicht auf deine Frage zurück. Wie können wir denn zusammenarbeiten? Was macht man denn, wenn so ein Projekt vorbei ist und dann sind keine Tools entstanden, die ich als Filmwissenschaftlerin jetzt selbstständig auch anwenden kann? Ich glaube, dass das ein Infrastrukturproblem ist, und Sie werden jetzt alle sagen, da gibt es ganz viele Tools und das ist doch alles durch, Schnitterkennung, das haben wir. Ich merke in meiner ganz praktischen Arbeit, dass das eben nicht ganz so einfach ist. Und ich denke, hier könnten wir viel enger noch zusammenarbeiten und diese Barrieren abzubauen, um auch Geisteswissenschaftlerinnen hier sozusagen zu ermächtigen, hier auch selbst ein bisschen mehr auszuprobieren.
Vielleicht nur noch ergänzend dazu, also ich meine, Film schreit natürlich oder visuelle Medien schreien natürlich danach, dass man die irgendwie dekonstruiert und wieder neu zusammensetzt, weil das visuell ist, schaut es irgendwie auch ziemlich wahrscheinlich irgendwie wieder gut aus. Und ich glaube, es gibt bei Filmanalysen auch viele Beispiele, wo das durchaus sinnvoll sein kann. Also es gibt ja diese Movie Barcodes beispielsweise, die diesen sequentiellen Verlauf mit dominanten Farben irgendwie so als Fingerprint wiedergeben und viele andere Sachen. Es gibt aber halt auch viele so ästhetische Tools, wie zum Beispiel ja, das, was so vor allem aus der Ecke von Lev Manowitsch kommt, wo halt irgendwie wirklich die Frage sich stellt, was, also das schaut meistens echt auch alles gut aus, aber was ist jetzt der Erkenntnisgewinn? Also und ich frage mich halt, ja, das drängt sich bei Filmen irgendwie auf, weil das, was rauskommt, auch wieder gut ausschaut, aber bei Text oder so käme ja auch keiner auf die Idee, Text jetzt mal mit irgendwelchen kryptografischen Methoden zu zerlegen und die Wörter random, indem er jeden dritten Vokal durch ein Ö ersetzt oder so, irgendwie neu anzuordnen. Also die Frage ist halt, ja, gab es wahrscheinlich schon, genau, aber ist ja wahrscheinlich auch dann eher in der Ecke Computerkunst und also ich frage mich halt, was dadurch gewonnen wäre, wenn man sich das so stark davon löst und das irgendwie in so eine rein experimentelle Sphäre hebt. Wir haben es ja schon leider nach halb, aber es ist eine großartige Situation, um, finde ich, jetzt zum Bogen zu schauen, was ich total interessant finde an diesem Verlauf jetzt, ist sozusagen anlässlich des Mediums Film, was sozusagen immer noch so jung in diesem Kontext ist, das ist, also sind wir zu der Argumentation gekommen, erst eben diesen epistemischen Unterschied, Quantifizierung, qualitative Arbeit eigentlich sozusagen zunehmend einzuebnen und dann bricht er jetzt aber sozusagen am Ende in unserem Panel auf. Ja, das finde ich irgendwie ganz, also ohne dass ich das jetzt sozusagen deuten und interpretieren will, aber das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Dynamik im Verlauf dieser Diskussion. Ja, aber vielleicht auch noch sagen, weil es ja, das zeigt, finde ich schon, also weil wir dann sehr schnell dabei waren, über etwas zu reden, was deutlich hinausreicht über jetzt Film, Medienwissenschaft. Also das ist das, was ich spannend finde an diesem Fachbereich oder diesem Objekt, das jetzt, wie gesagt, im Digital Humanities-Kontext dann doch noch relativ jung ist, dass ich glaube, dass, also, zum einen natürlich das Genuine am Film, dass es eben dieses multimodale Medium ist, also die Kraft hat wirklich viele verschiedene Aktivitäten, die es schon viel länger gibt in diesem Feld, tatsächlich sozusagen eben, also nicht nur zusammenzuführen, sondern in dieser Zusammenführung eventuell auch nochmal sozusagen zu rekontextieren, noch neue Sachen drüber zu lernen und auf der anderen Seite aber auch vielleicht noch mal ein bisschen verändert, was oder repräsentiert, was sich selbst am Feld der Digital Humanities in den letzten Jahren verändert hat. Und in diesem Zusammenhang, finde ich, ist also Film tatsächlich ein ausgesprochen faszinierender Gegenstand. Und würde mir wünschen, dass im Rahmen der AG und vielleicht hat sozusagen das, was hier stattgefunden hat, sie da auch ein bisschen das Interesse geweckt, vielleicht im Rahmen dieser AG oder anderer Aktivitäten sozusagen da im Austausch zu bleiben drüber. Das wäre ganz fantastisch. Ja, also vielen herzlichen Dank für die rege Diskussion auf dem Podium. Vielen Dank für die Beiträge aus dem Publikum. Und ja, wir sehen uns wohl in einem ähnlichen Kontext wieder.